Roboter wie dieser sind in der Industrieproduktion längst im Einsatz. Allerdings nur unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Denn wie gefährlich der Kontakt zu Menschen sein kann, zeigen diese Videos. Forscher des Instituts für Robotik und Mechatronik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt haben deshalb ein neuartiges Sicherheitssystem entwickelt und nun erstmals öffentlich vorgestellt. Das Geheimnis sind Drehmomentsensoren. Sie reagieren, sobald der Roboter auf ein unerwartetes Hindernis trifft. Ähnlich wie ein Auto legt er dann den Rückwärtsgang ein und stoppt in Bruchteilen von Sekunden. Um die Wirksamkeit zu demonstrieren, stellten sich die Forscher sogar selbst als Versuchsobjekte zur Verfügung. Mittlerweile ist das System ausgereift und wird vom TÜV und der Berufsgenossenschaft Metall geprüft. Erst wenn diese die Sicherheitstechnik freigeben, darf sie in der Industrie eingesetzt werden. Dann könnten Roboter erstmals neben und mit Menschen arbeiten.